guaranteed of my soul. You've heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. Hey, wir können ja mal die Straßenseite wechseln, kann man ja, auf die Karte gucken, genau. Ob das vielleicht was zum Abbruchsmäßig ist. Ist das nicht schön eingerichtet hier? Alles schön gepflegt. Super. Ein Café an der andere. Alles für die Touristen. Und das ist eine aktuelle Luthersäule. Da unten ist die Werbung für die Schmetterlingsfarm, das ist im Nachbarort. Aha, Motularnia. Ja. Schmetterlingsfarm. Das sind alles nebeneinander. Da am Leuchtturm in Nietzsche-Schorze. So, wir sind jetzt hier eingekehrt in einem kleinen Restaurant in Rübi, genau. Ja, das ist eigentlich ein Fischrestaurant, aber wir wollten hier einfach nur mal einen Kaffeedost, ja. Und dazu snacken wir jetzt gleich, wie heißen die? Pierogis? Mit Kartoffelquarkfüllung. Ja, ist ja eine Spezialität hier von dem Laden. Genau, das sind 8 Stück und wir haben gesagt, wir teilen uns die 8 Stück. Jeder kriegt 2, weil das ist zum Abendbrotessen einfach noch zu früh. Aber so ist es ein kleiner, herzhafter Snack zum Kaffee und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und wir wollen ja auch nicht hungrig einkaufen gehen. Nein, genau. Das ist ja auch noch, was wir vorhaben. Deswegen, eigentlich sparen wir ja Geld, weil und wir ja jetzt weniger einkaufen müssen. Und wir wissen ja alle, wer hungrig einkaufen geht, der gibt mehr Geld aus. Genau, ja, der kauft mehr. So, Schatz, wie gefällt dir das bis jetzt? Also ich muss euch sagen, eben in diesem umgedrehten Haus ist mir so schlecht geworden. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe es gerade noch bis zu diesem blauen Kinderzimmer geschafft und dann ging gar nichts mehr. Ich habe so Puddingbeine bekommen und mir ist so übel gewesen, dass ich wirklich rucki zucki raus musste. Also Uwe sagte, ich habe ja keine Farbe mehr im Gesicht. Ja, ja, aber die ist wieder da. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Und ich habe halt zu kämpfen mit meiner Lunge, muss ich mal sagen. Und mir tut es natürlich für die anderen leid, dass ich jetzt hier so ein Klotz am Bein bin. Aber die Seeluft tut halt auch sehr gut, muss ich mal sagen. Das ist mir hat das sehr gut gefallen. Also ich muss auf jeden Fall nochmal runter an den Strand. Oh, da fährt dieser coole Elektroroller. Was sind das hier? Chopper? So, Chopper, der, ich habe sie euch vorhin gezeigt, die sehen schon echt cool aus, ja. Okay, wir warten jetzt auf unseren Kaffee und auf unseren Snack und wir sehen uns später. Unser Essen ist da. Das sind die Piroggen, die wir uns teilen wollen. Num, 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 num. Und mein leckerer Cappuccino ist auch da. Und der Uwe hat auch Cappuccino. Ich hab die Gabel. Ihr müsst jetzt sehen, wie er klarkommt. Ich hab ja einen Löffel. Ja, so, ich wünsche euch einen guten Appetit. Ja. Dankeschön. Ist es Öl und Fett, was hier so schwimmt? Das ist ja natürlich genial. Taste-Test jetzt hier. Heiß. Lecker. Ja? Okay. Kaffee ist gut. Schade. Ich werde das jetzt auch mal für euch probieren. So sieht es aus. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So. Ja, der Teig ist so schön weich. Ja. Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Piroggen esse. Und ich muss sagen, die schmecken echt gut. Ja. Also kann mir die jetzt mit Obst auch gut vorstellen. Ja. Oder halt mit diesem Mozzarella-Spinat, was auch noch auf der Karte hat. Hier, nicht, wenn man eine andere Sorte. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch ein paar Tage hier, ne? Ein paar Jahre. Aber 2 ist okay, finde ich, ein Snack. Ja, definitiv. Schatz, was sagst du dazu? Super, schmeckt sehr gut. Kann man sich dran gewöhnen. Ja, schmecken auch sehr lecker. Ja.
Ach, Tür aufbleiben. Die kommen ja alle sehr bekannt vor hier, die Leute. Ich habe alles offen gelassen jetzt. Herr Fröhlich, ja. Kann die Tür aufbleiben oder entfernt sie dich vom Ort? Ich bleibe hier. Ich weiß nicht, wie. Also die Tür kann natürlich offen bleiben, ich lasse auch offen. Aber wenn ich reingehe, weiß ich nicht, ob das Auto automatisch erkennt, dass ich mich zu weit entferne. Dann kann es sein, dass der irgendwann zumacht. Deswegen okay. Dann machen wir zu und dann ist das kein Problem. Okay. Nee, die Tür lassen wir offen, du kannst ja hier bleiben. So. Wir gehen jetzt einkaufen. Tschüss. Tschüss. Kira, wir bleiben hier, wir dürfen nicht mit dir. Bleib hier, komm. So, ich bin jetzt wieder raus aus dem Laden, weil ich muss gerade gucken, wie ihr mich am besten seht. Das ist alles nicht so gut. Ich glaube, so ist noch am besten. Ja, weil ich den Uwe jetzt reinschicken wollte, musste, weil der Uwe nämlich die Kreditkarte hat. Und jetzt kann er auch noch mal hier in dem Laden ein bisschen rumstrolchen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, der Laden. Auf jeden Fall ist das wie in Deutschland Kaufland hier drin. Und da kann er jetzt auch noch mal ein bisschen rumstrolchen. Vielleicht findet er ja irgendwas. Das, was ich gesucht habe, habe ich dort nicht gefunden. Und zwar Non-Food. Wir wollten einen Kaffeefilter haben, denn vor Ort im Ferienhaus gibt es keine Kaffeemaschine. Also werden wir wohl türkischen Kaffee machen müssen, aber Gott, nun gibt es Schlimmere. Wir waren einkaufen, weil wir ja 5 Tage hier sind. Und wir brauchen natürlich für die paar Tage auch ein bisschen was zu essen. Und was wir uns da jetzt Leckeres eingekauft haben, das zeige ich euch jetzt. Wir waren bei, wie heißt der Laden? Bredonka, das heißt auf Deutsch Marienchenkäfer. Genau, bei Bredonka waren wir. Das ist so eine Art, wie in Deutschland, Kaufland. Und da hat man halt wirklich alles gekriegt, außer einen Kaffeefilter. Ne? Den haben wir gar nicht gesehen. Ja, das ist auch sehr speziell. Non-Food halt. Ja, den haben wir da nicht gesehen. Dafür haben wir ganz viele andere Sachen gesehen. Und die zeigen wir euch jetzt. Wir haben mitgenommen 2 Kilo Kartoffeln. Die werden ja wohl reichen für die paar Tage, denn wir wollen uns hier auf jeden Fall was Leckeres kochen. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit. Die Mira wird auf ihrem Kanal ein Rezept vorstellen und ich natürlich eins auf meinem Kanal. Wir wollen auf jeden Fall Kräuterquark machen, das soll Sahne sein. Wir hoffen es, wir wissen es nicht genau. Das soll Quark sein. Ich hab's mit übersetzt. Und das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, dass wir da richtig sind. Der Ozog, der hat sich harrnasse Bier mitgenommen. Der Ozog möchte alleine Bier trinken. Ja, dann hat er sich noch mitgenommen Warka, Klassik Bier. Für jeden Tag 1, ne? Und dann gibt es hier noch Carlsberg Premium Pilsner. Ja, lass es dir schmecken, lieber Ozog. Carlsberg gibt es ja auch in Deutschland, oder? Ja, aber nicht so günstig wie hier. Also, Docker hat dann noch gesagt, er will Sachen ausprobieren. Wir haben uns ein bisschen Obst mitgenommen, damit wir auch ein bisschen snacken können. Bananen mussten unbedingt mit. Happy Food. Ich wollte sehr gerne Äpfel. Ja, können wir uns auch immer schön was zusammenschnippeln. Leider mussten wir 1 Kilo Mehl mitnehmen. Also 1 Kilo Mehl? Weil ich einfach nicht daran gedacht habe, mal 3 Esslöffel von zu Hause mitzunehmen. Die habe ich einfach vergessen. Auch hier in Polen, an der polnischen Ostsee, für den Uwe Milchbrötchen. Wir wollen Senfeier machen, deswegen sind Eier mitgekommen. Für die Bechamelsoße brauchen wir Milch. Und die Sahne, die ihr vorhin schon gesehen habt, der Ozog und ich, ungesund wie wir sind, haben wir uns polnische Mayonnaise mitgenommen. Und zwar ist die von Vinari und Ozog hat gesagt, die soll die beste sein. Ja. Da ist besonders viel Ei dran, die hat einen guten Eigeschmack. Aha. Und deshalb musste die mit. Wir wollen uns nochmal Pierogis zum Snacken selber machen. Deswegen haben wir uns hier solche frische Pierogi, Kapusta, mitgenommen, die werden, glaube ich, mit Champignon-Füllung sein. Ich habe keine Ahnung. Sie sehen lecker aus. Dann, weiß ich nicht, der Ozog vielleicht oder die Mira? Das habe ich für, genau. Für Cola, für den Ozog. Ja, er wollte gern polnische Cola. Ja. Und, naja, wie soll es anders sein? Uwe und ich. Eine Fruchtbuttermilch oder Fruchttrinkjoghurt. Ich habe keine Ahnung, kann kein Polnisch. Aber es sieht unfassbar lecker aus. Das musste mit. Dann haben wir noch mitgenommen Jasminreis. Der sieht voll, ja, mitgenommen, weil Vollkornreis. Sehr, sehr gut.
Dann habe ich noch ein Gyrosse. Das hatte ich letztes. Ist das eine Gewürzmischung? Genau, ja, das habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht. Und das schmeckt auch sehr, sehr lecker. So. Dann haben wir noch ein Tütchen Nektarinen. 4 Stück sind hier drin. Sie hat Tüte gesagt. Tüte hat sie. Oh Gott. Ihr könnt mich ja jetzt wirklich zerreißen, ne? So, einer Pomelo für Mira und Osok, weil Uwe und ich dürfen die nicht. Dann habe ich hier 2 grüne Kiwis, 2 Pflaumen. Sie hat Pflaumen gesagt. Ich kann ja die Kamera umdrehen. Also wir sind ja im Niveau schon. 2 Mandarinen und eine Honigmelone. Also der Urlaub sieht sehr gesund aus. Bewegung haben wir auch. Und die Tüte ist leer. Oh nein, jetzt fällt mein Plastikfinger auf. Nein, das soll ja natürlich nicht sein. Das ist die Plastikhaltung, damit es stabil bleibt. Die ist wieder drin. Also der Osok braucht da nicht unglücklich sein. Die ist wieder drin. Aber mehr können wir euch nicht zeigen. Das war unser gesamter Einkauf. Wir haben 147 Slotti rund ausgegeben. Und das teilen wir natürlich durch 2. Weil wir ja alle davon fressen, ne? Achso, stopp. Hier. Wasser, genau. Uwe und ich haben natürlich auch noch Wasser gekauft. Osok und Mira haben keins gekauft, weil sie welches noch von zu Hause mitgebracht haben. Ja, aber wir werden ja sicherlich noch mal einkaufen gehen. Das war der Food Haul hier aus... Ich habe gehört, wir brauchen eine Zahnbürste. Nein, wir haben Uwes Zahnbürste doch mitgenommen. Die steckt jetzt schon. Er hat sie gefunden. Das war jedenfalls der Haul aus dem Laden, wie heißt es, Bredonka? Bredonka, aus dem Marienchenkäferladen sozusagen. Ihr Lieben, die Mira und ich, wir haben gerade für Miras Kanal... Vielen Dank, Susi, dass du mir so tatkräftig geholfen hast. Genau, den Kräuterquark hergestellt für unser Abendbrot. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall Pellkartoffeln mit Quark essen, wobei Pellkartoffeln bei uns so jetzt aussehen. Also es ist, die Kartoffeln sehen so gut aus, dass man sie definitiv auch mit der Schale essen kann. Und wir wollen draußen essen. Draußen essen ist richtig und wichtig. Dankeschön. Damit du die Hand frei hast. Wie sieht es aus? Pellt ihr eure Kartoffeln oder reichen einfach bauermäßig Gabeln? Bauermäßig Gabeln, mir ist das so aufwendig. Genau. Ich esse es einfach mit aus Faulheit. Jetzt reicht das auch. Haben wir Löffel? Nee. In deinem Quark, ja, in meinem Quark. Nein. So einen Teller brauchen wir auch noch. Du hast mein gerade... Quark und dein Quark. Ja, wir haben ja Quark von zu Hause noch mitgebracht, weil der ja schon fertig gemacht war und der muss halt aufgebraucht werden. Ne? Genau. Dankeschön. Und kommt mal gerne mit zum Tischchen. Weil wir wollen ja unbedingt hier draußen essen. Was ist das denn für ein schönes Ambiente hier? Ja, es ist halt wie Urlaub, ne? Guck mal, wo wir denn hin, so weiß ich nicht. So. Und der Löffel ist für den anderen Quark und dann natürlich für jeden Besteck. So. Tada, fertig ist es. Das sieht sehr, sehr schön aus. Du hast das toll gedeckt, Susi, muss ich sagen. Das ist nichts bei. Wir freuen uns aber sehr und es wird bestimmt gleich fantastisch schmecken. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön. So, ihr Liebelein, unser Essen ist fertig. So sieht es jetzt hier aus. Hier sind die leckeren Kartoffeln. Nom, 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 nom. Der wir Quark. Haben Hunger. Die Männer haben Hunger. Und ihr Lieben, der Uwe und ich, werden uns heute... verabschieden. Aus diesem Video verabschieden. Ja. Und wir werden jetzt den Abend gemeinsam zu viert für uns genießen und nachher nochmal an die Ostsee gehen. Die Kamera bleibt da aber aus. Und deshalb verabschieden wir uns jetzt aus dem Video, Schatz. Und wir sagen das, was wir immer sagen. Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Schönen Urlaub.